So, und weiter geht's mit einer Runde Cube World. Ich bin mittlerweile schon Level 12, weil ich habe nicht direkt LP weitergemacht. Denn es dauert doch schon einiges, bis man sich ein bisschen hochlevelt. Und es ist manchmal, sagen wir so, als LP ein bisschen langweilig. Vor allem, ich wusste ja noch nicht wirklich, was ich da genau alles machen musste. Aber ich habe jetzt, wie ihr seht, schon ein Tierchen hier. Und zwar ein Collie, der mich tatkräftig unterstützt. Ich habe sogar noch andere Tierchen und einiges an Geld schon gesammelt und ja, und natürlich mich ein bisschen hochgeskillt. Wie ihr seht, habe ich unten noch eine weitere Fähigkeit gekriegt. Wenn ich 1 drücke, dann mache ich so einen Stoß. Ich weiß nicht, ob ich mich an die Wölfe schon mal ranwagen sollte, wenn ich mal einen so raushole. Vielleicht, ja, ich teste das mal. Komm, einen, aber nur einen locken wir mal hier ran. Und dann der 1-Schlag. Oh. Wie man sieht, ich bin schon ein bisschen stärker. Ich werde nicht so leicht getötet und einen Wolf kriegen wir auch noch kaputt. Mein Collie macht natürlich mit. Er kriegt auch XP dadurch. Und, ah, was haben wir denn hier? Für Power 45. Krass. Ich bin erstmal. Was habe ich für ein Power überhaupt? Mein Power Level ist bei 36. So, aber das war für Ranger, aber kann ich eh nicht gebrauchen. Wie gesagt, ich hab sogar hier den Wood Hangglider. Den kann ich auch schon benutzen. Und zwar ist das die Skill-Leiste. Ja, hier den Hangglider kann ich auf jeden Fall schon benutzen. Und ja, Pet Riding. Gut, dann wollen wir mal weitergehen. Egal, lassen wir es jetzt mal so. Und gucken wir mal weiter, was wir hier so machen. Ah, da sind schon wieder ein paar Gegner. Ich muss auf jeden Fall in Höhlen noch was suchen. Und zwar wollte ich mir ein Schwert craften. Oh, bam, bam, bam. Wir geben es euch. Und das war's auch schon. Sehr gut. Und sammeln wir erstmal alles ein hier. Schöner Collie. Ich kann auch auf ihn reiten. Bin ich ein bisschen schneller. Zwar nicht viel. Noch nicht, weil der noch nicht so geappt ist. Warte, hab ich. Ich hab doch, glaube ich, noch ein paar Punkte gehabt. Ne, jetzt ist die Frage. Ah ja, 4 Punkte kann ich noch vergeben. Ach, so ein Kack. Ich war. Mann. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ein Class Trainer ist, damit ich weiß, wie ich das wieder verändern kann. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass ich mich aus Versehen vertan habe. Mit V könnt ihr übrigens von weiter sehen, auch wo was ist, und die Namen bleiben stehen. Und wieder wegmachen. Onion Links sind hier. Ja, komm, machen wir die auch nochmal kaputt. Ich habe noch genug HP. Lecker essen. Oh, schon ein paar mehr hier. Die sind, wie gesagt, jetzt mittlerweile mit Level 12 eigentlich ziemlich schwach. Vor allem mit Unterstützung. Was haben wir noch? Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Pets. Und ich habe auch ganz viel Süßigkeiten gefunden, um noch weitere Pets zu kriegen. Chocolate Cookie und sowas. Ich habe noch einen Terrier. Dann habe ich noch ein Schaf. Das ist nur Level 2. Ein Mole. Oder Mole. Cat und eine Eule. Kann es ja mal einmal zeigen. So, das ist meine Eule. Hier sieht man sie schön im Bild. Gehen wir ein bisschen weiter. Hallo, Eule. Die kann man aber nicht reiten. Dann habe ich noch den Terrier. Den kann man auch reiten. Dann, was war hier noch? Collie hat die schon, den Mole. Sieht auch ganz chillig aus. Und ja, die Katze natürlich noch. So. Füttern tut man die, indem man. Also man braucht die, wenn man die kriegen will, einfach nur einmal das passende, die passende Süßigkeit zum passenden Tier muss man in der Hand halten. Und wenn das dann da ist, also vor euch, dann frisst das auf. Und dann ist es euer Tier. So einfach ist das. Mehr ist das auch nicht. So, aber jetzt nehmen wir uns den. Oder was? Der Collie war Level 6. Ach komm, wir nehmen uns mal die Eule mit. Komm, Eule, du kämpfst jetzt mit mir zusammen. Wir suchen jetzt erstmal noch ein bisschen Felsen. Eisen brauchen wir für unser Schwert, das ich mir einmal craften will. Und dann habe ich auch noch. Wo ist denn das? X, X, C, 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 T, D, da, da. Wo sind diese? Ach nee, warte mal, bei B war das. Dann habe ich auch noch. Ah, hier. Ich habe noch gefunden Emerald Nuggets und Wind Spirit habe ich noch. Davon habe ich mehrere gefunden. Da habe ich mittlerweile schon 32 Stück und die kann ich dann an mein Schwert verbauen. Das zeige ich euch dann auch noch. Und bei Wind Spirit hat man irgendwie mehr Schaden macht man und irgendwas war da noch. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Dann gibt es ja verschiedene Steine, die Unholies, da kriegt man HP-Generationen, Regeneration und dann gibt's noch Eis, da bleiben die Gegner halt, wenn man also genug Steine drauf hat, dann geht's halt schneller, sonst muss man. Ah, ein Scottish Terrier, den brauchen wir nicht. Erstmal platt machen hier. Komm, Eule, mach ihn fertig. Mal gucken, wer gewinnt. Meine Eule natürlich. So, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, bei dem Ice Spirit, wenn man sich ein Schwert macht, da werden die Gegner dann langsamer. Also sozusagen vereisen ein bisschen und. Ah, ein Ork. Ach komm. Komm, Orki. Lässt du meine Eule in Ruhe? Du hast ja wohl einen Schaden, ey. Das geht ja gar nicht. Okay. Ich werte mich aber trotzdem hier mal jetzt irgendwo auf. Ich weiß nicht, das. Sneak, ja, das hatte ich bei dem Ninja auch. Wie gesagt, ich habe einen mit. Ich spiele noch einen anderen Account. Da habe ich hier den Ninja gemacht. Also einen anderen Charakter, weil ich ein bisschen ausgetestet habe. Und da habe ich Ninja, die Attacke gefällt mir ja ganz gut. Deswegen wollte ich eigentlich hier jetzt im LP auch machen, aber. Jetzt habe ich den Assassin. Aber gucken, vielleicht ist das ja auch ganz gut. Das Problem ist nur, dass es. Man versteckt sich ja nur vor Enemies. Und bleibt im Steals, in the Combat Steals. Increased Damage, ja, Critical. Okay. Wir können noch mal, wer weiß, vielleicht ist das auch gut. Lassen wir es mal dabei. So, jetzt ist nur die Frage, mache ich den Hangglider jetzt updaten oder die Geschwindigkeit von meinem Tier? Die Fähigkeit finde ich irgendwie total dämlich. Weil der braucht so lange, bis er sich unsichtbar macht. Und sobald man ein Stück läuft oder was weiß ich, sehen die einen sowieso wieder. Und wenn die einen vorher angeschossen haben, funktioniert das auch nicht. Also von daher. Ja, ich denke mal, ja, Schiff fahren brauche ich im Moment überhaupt nicht, deswegen lasse ich das mal. Ich glaube, ich mache mal, oder ich mache mein Tier stärker, oder ich mache mal ein bisschen schneller hier, so. Mein Hanglider lasse ich aber auch mal, ah komm, Hanglider auch mal, damit ich ein bisschen länger hangliden kann. Learn drücken nicht vergessen. Und hier, die Chicken, die rammen wir auch mal in den Boden hier. Komm, Eule, du machst den kaputt. Ja, komm, ich mach den anderen hier. Ach, meine Eule kommt automatisch mit, wenn ich den Märsch treffe. Ein Dusty Longsword. Power 10, ja, Power 10. Ich will mal ein bisschen höheres, deswegen will ich mir gleich einen selber machen. Und zwar will ich dieses craften hier, das kann ich craften. Wo ist das? Ah ne, das war hier bei Crafting. Da, wo ist das? Das ist die Iron Longsword 32. Das will ich mir craften. Ich habe jetzt ein anderes, aber irgendwie gingen da die Steine nicht dran. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil das adapted ist. Weil meinst du, es adaptet und das nicht? Vielleicht kriege ich dann die Steine dran. Ich weiß es nicht. Den Wind Spirit, weil die wollte ich schon gerne dran haben, weil das macht schon einiges aus. So, aber ich brauche erstmal. Muss ich Höhlen finden. So. Wo sind die Höhlen? Ich kann euch auch gleich mal den Gleiter zeigen. So, wir machen mal ein bisschen weiter Entfernung. Da oben ist was. So. Hier kann ich dann, wenn ich G drücke, schön runtergleiten. Und mit der Leertaste kann ich mich immer ein bisschen höher machen wieder. Das Upgraden beeinflusst eigentlich nur die Geschwindigkeit. Dann ist man, gleitet man halt viel schneller und kommt dadurch viel weiter in der Zeit. Man kann hier auch so einen schönen Dreher machen. Oh, shit. Super, super fly. Wow. Die sind aber schwach gewesen jetzt. Komm, wir teilen uns auf. Okay, mache ich den Rest hier. Super. Ja, nur XP, die haben nichts gespawnt. Okay, ah, Herzchen. Die Herzblumen, da kann man sich diesen Trank machen, ja, das hatten wir ja schon gehört. Ich habe im Moment nur Bomben, ich muss mir gleich mal ein paar Tränke machen, aber erstmal muss ich Wasser finden. Oh, Dark Beetle. Bark Beetle, nicht Dark Beetle. Ich meine, die sind, es gibt noch die anderen, die sind heller, deswegen Dark. Ich weiß gar nicht, ich muss einmal gucken, es gibt eine Liste, ich wollte mir die nochmal ausdrucken, dass ich beim LP besser nachgucken kann, was jetzt genau. Oh Mann. Nein, ich bin tot. Aber wenn man stirbt, dann haben die natürlich wieder volle Energie. Reviven wir mal. Aber wie gesagt, es ist in dem Game kein Problem, auch mal zu sterben. Es passiert einem nichts. Man verliert nichts. Man hat immer noch alles. Und deswegen ist das kein Problem. Ah, die haben gerade die Viecher gekillt hier. Ah, das ist noch ein Pilz. Wenn ich Wasser finde, kann ich mir auf jeden Fall erstmal die Tränke machen. Weil ich muss meine Flaschen, die ich gekauft habe im Shop, erstmal mit Wasser füllen. Und dann kann ich die mit diesem. Mit dieser Herzblüte da. Zusammen mixen und dann habe ich halt Heiltränke. Ansonsten, was kann man noch machen? Habe ich noch irgendwas, wovon ich mir jetzt erstmal was machen kann? Crafting, Essen, da. Ah, Ginsei-Soup kann ich mir machen. Brauche ich natürlich ein Campfeuer. Pinnacle, da habe ich leider nichts gesammelt. Okay.
Ah, da haben wir schon wieder eine Cotton Plant. So. Ah, da sind Mole. Ach, Bitter. Oder Biter. Biter, Biter, Biter. Oh, die sind schon ein bisschen stärker, merke ich. Eule, komm, hau rein. Wenn man das MP höher werden lässt beim Schlagen und dann erst macht, dann kippen die meistens um. So. Aber Gamm 7 XP, ja. Das zeigt schon, dass sie auf jeden Fall stärker waren. Die sind mir friedlich gesinnt. Warte, ist da ein Heiler bei? Der kann mich dann heilen, vielleicht. Heil mich! Heiler! Kein Heiler dabei? Scheiße. Ich muss erstmal eine Höhle finden. Ich brauche noch zwei doofe Steine. Eisen. Warte mal, hier könnte doch was sein. Ist hier eine Höhle? Ah. Reicht auch, wenn es manchmal an der Höhle, an so einem Schattengrund hier ist. Leider nicht. Mann. Komm, hier wird doch irgendwo was sein. Ich bin doch hier gerade in so einem felsigen Gebiet. Da wird doch mal eine Höhle sein hier. Ah, toll. Falsche. Ich habe auch eine sehr, sehr, sehr helle Lampe gefunden. Das ist die beste Lampe, glaube ich, die es hier gibt. Die hat nämlich diesen, wo ist die? Wo ist die Lampe? Ach ja, habe ich ja hier drin. Es ist Iron Lamp. Die heißen ja alle so, aber die ist gelb mit diesem großen Stern. Es gibt ja einen Stern, zwei Sterne, drei Sterne Lampen. Und die hat jetzt diesen einen großen Stern. Das ist, glaube ich, die beste. Weil die ist auch richtig hell. Und hier müssen doch irgendwo Höhlen sein. Das kann doch nicht sein. Eule, such Höhle. Das müssten die auch so können. Irgendwie was suchen, wenn man was Bestimmtes braucht. Na komm, den machen wir mal kalt hier. So, XP sammeln muss man ja immer. Ach, Mann. Hier wird doch noch eine Höhle sein. Ein Alpaka. Ja, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was für was war. Ich guck's nächstes Mal nochmal nach und dann drücke ich mir das mal aus, die Liste. Dann weiß ich das immer. Mit den Ice Cream. Ich habe noch einiges an Süßigkeiten, womit ich Tiere kriegen kann. Alles von irgendwelchen Tieren gespawnt, die ich vernichtet habe. Oh, ein Busch da. Oh, da war eine Herzblume. Kann ich immer gebrauchen. Holz natürlich auch. Da können wir auch mit was craften. So, aber hier muss doch irgendwo eine Höhle sein. Ich will doch nur zwei. Ich brauchte nur noch zwei Stück. Dann kann ich mir das eine Schwert craften. Hallo Kätzchen. Naja, wir sammeln auf jeden Fall nochmal ein bisschen fleißig weiter. Weil daraus kann man auch hier aus dem Cotton Plant. Das kann man, wie nennt man das? Weben oder... So, und dann kann man sich da auch Kleidungsgegenstände mitmachen. Irgendwelche Schuhe und so. Lemon Beetle, ja. Ich weiß nicht mehr, was die hatten. Egal, wir gehen jetzt mal so. Keine Tiere. Ich habe ja noch Tiere. Das machen wir beim nächsten Mal. Da gehen wir auf die Suche nach Tieren. Jetzt bin ich erstmal auf die Suche nach... da sieht es doch wieder felsig aus. Da könnte eine Höhle versteckt sein irgendwo. Ich hoffe es. Und am besten ein bisschen größere. Superfly, Superfly, wir gehen mal dran vorbei. Ah, zu spät, er hat uns entdeckt. Ah, Used Linen Gloves. Ah, für einen Ranger, Alter. Wieso finde ich immer Sachen, die nicht für mich sind? Wow. Bullen. Und da sind Elfen. Komm, macht sie doch fertig. Hey, wieso machen die... Dann kann ich das abstauben. Manchmal machen die irgendwas fertig, irgendwelche fertig, dann kann ich mir das Zeug nehmen. So, nee, die lassen wir mal in Ruhe, da. Oh Mann, was sind... Oh, hier ist ja, wimmelt's ja nur von Gegnern. Und auf welche, die ich jetzt nicht kaputt kriege. Wenn da so eine Zahl hintersteht, plus 2 oder sowas, dann sind die schon ziemlich stärker. Das solltet ihr dann, wenn ihr noch so ein niedriges Level seid wie ich jetzt, nicht versuchen. Ah, sieht das hier hinten aus wie eine Höhle? Könnte sein, ne? Wir fliegen mal hin. Wenn ich Glück habe, ist es eine. Und vielleicht finde ich da meine letzten zwei, da kann ich zur Stadt... Ja, es scheint eine Höhle zu sein. Aua. So, wie ihr seht, ist das ziemlich dunkel. Aber wenn ich mein Licht anmache, wow, mein Turbolicht. Ja, Eisenvorräte. Boah, sogar drei Stück waren da drin. Das ist natürlich genial. Krass, hier war nur einer. Und hier wieder zwei. So viel habe ich denn jetzt? Einmal nachgucken. So, ich brauche für das Schwert, brauche ich, wie viel?
Wie, das soll... Hä? Boah, wieso brauche ich denn 16? 16? 16? Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt? Hä, brauchte ich nicht letztes Mal 8, verdammt. Habe ich mich verguckt? Ach, das war für Dagger. Ich habe mich wahrscheinlich verguckt. Ich will ein Longsword auf jeden Fall, weil ich finde das cool. Und dafür brauche ich 16. Okay, wie viel habe ich denn jetzt? Das müssen wir erstmal nachgucken. 11. Aber einfach mal, kriegt man da nur einen raus oder kriegt man da immer mehrere raus? Das ist die Frage. Ich weiß es jetzt gar nicht. Dann, ja, entweder gehe ich jetzt zur Stadt und teste das mal aus oder wir suchen einfach noch eine Höhle. In diesem Gebirge könnte ja noch was stecken. Oh, lauter Orks plus zwei. Die haben es ja wohl. Was, was? Haben die einen kaputt gemacht? Ah, die stehen alle vorm Feuer. Dann lassen wir die mal da stehen. Aber ich muss mir. Ah, da ist noch eine Höhle. Ja, perfekt. Ah, da ist so ein leuchtender Pilz oder irgendwie sowas. Das ist eine leuchtende Pflanze. Die kann man natürlich auch mitnehmen. Oh. Fledermäuse. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas, womit ich mich heilen kann gleich. Ah, so einen Pilz nehmen wir mal mit. Dann wird es hier wieder dunkel. Ach so, meine Lampe ist ja noch an, deswegen wurde es jetzt auch nicht dunkel. Ah, komm, da muss noch was sein. Ah, komm, Fledermaus. Wo ist meine Eule? Eule, komm. Ah, da ist er ja. Ja, greif ihn an. Yes, perfekt. So eine coole Eule muss man. Ah, da ist. Da, Alter, warum sind hier keine. Das ist so eine geile Höhle hier. Aber hier ist nichts drinne. Nur lauter Fledermäuse. Selten, dass das mal so ist. Oh, Eule, 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 helf mir mal. Ich bin gleich tot. Nein, ich will nicht sterben jetzt. Noch nicht. Scheiße. Ich bin gleich tot. Revive, ja. Jetzt finde ich die Hülle natürlich nicht wieder, ne? Ah. Sehr schön, ja. Ah, da ist noch eine Höhle. Ah, egal, dann gehen wir mal da rein. Da hängt auch sogar noch eine Fledermaus hier. Oder ist das eine Eule? Ne, eine Fledermaus. Eine Fledermaus hängt da wieder rum und will mich wieder vernichten. Oh nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich will in die Höhle. Oh, hier sind noch mehr. Eule, helf mir. Ja, am besten beiden gleichzeitig Schaden machen, das ist immer das Beste. Ja, die schaffen wir locker jetzt, komm. Boah, wer hier ist jetzt nix? Wenn ich, wenn, wenn, es kann natürlich auch sein, dass das genau die Höhle war, wo ich eben war, von der anderen Seite. Da komme ich doch durch. Ah, da ist noch, yeah. Oh, bitte ein paar mehr Sachen. Drei Stück. Jetzt habe ich also 14. Dann brauche ich eventuell noch zwei. Und da hinten scheint auch eine Höhle zu sein. Wir versuchen mal rüber zu fliegen. Meine Eule kommt hinterher. Flieg, Eule, flieg. Ja, das ist eine Höhle. Oh, ich muss landen, landen. Vorsichtig und. Och, Mann. Schon wieder doof gelandet. Geh mal hier so eine Seite lang. Oh, komm. Die ist schon da zu Ende. Das ist nicht gut. Ah, nee, das geht da weiter. Oh, hier ist grüne Wand. Das ist genau. Oh, nein, ey. Natürlich wieder ein Gegner hier. Die fiesen. Ah, gut. Gut gemacht, gut gemacht. Ich bin schon halb tot hier. Was ist das für eine komische Höhle hier? Ach, Mann, schon wieder. Leider nichts gekriegt. So, da haben wir noch eine. Auf jeden Fall bin ich jetzt in einem schönen Berggebiet, wo ich viele Höhlen finde. Und ich sehe auch schon ein paar Fledermäuse da rumfliegen, glaube ich. Die kommt mir irgendwie so bekannt vor. Upp, 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 upp. Klettern, klettern. Rumsehen, manchmal übersieht man irgendwie diese. Eisenvorkommen hier. Oh nein, ey. Ich lasse mal meine Eule das meiste machen. Eule! Ja, hau rein. Scheiße. Ich schaff's nicht alleine. Oh, die fliegen mir sofort hinterher.
Ah ja, Level Up. Super. Meine Eule ist Level 11 auch. Das ist doch auch mal schön. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Irgendwelche Boots oder was? Oh, Iron Fist oder was war das jetzt? Was habe ich denn da überhaupt noch für ein... Achso, das war das 10er und das war das normale Longsword. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar von diesem Zeus hier. Komm, da muss doch noch was drin sein. Oh nein, 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 nein. Achso, ich bin ja Level Up, dann habe ich ja wieder volle Energie. Eule, zeig sie, mach sie fertig. Ja, zusammen sind wir stark. Ja, da ist doch noch was. Wenn ich jetzt nicht sterbe, komm. Ich hole mir das erstmal, bevor ich aber mal tot bin. Sobald ich das bessere Schwert habe und das dann noch aufgewertet habe, mein Wind Spirit, das angeblich mehr Schaden macht. Ich hatte das noch nicht ausprobiert. Oh, was ist das? Geil. Noch mehr von dem Zeug. Das ist doch eine geniale Höhle hier. Wie gesagt, demnächst werde ich eventuell auch mal ein LP Together machen mit jemandem bei Cube World. Das macht natürlich auch Spaß, zusammen hier rumzulaufen. Oh, diese Pilze sammeln wir uns mal ein. Die sind cool. Irgendwie sehe ich gerade nichts. Ah, da geht's raus. Gehen aber mal hier hoch noch. Da hängt irgendwie eine Fledermaus in dem Felsen drinne. Aber ich kann's. Ich kann. Hä? Jetzt ist sie weg. Oh, jetzt kommt sie daher. Du hättest da bleiben sollen, wo du warst, du. Oh. Das wirst du nicht überleben. Nicht gegen Euli und mich hier, ey. So. Ah, da unten ist ein Schlafplatz. Was sind das? Orks oder was? Scheiße, ich kann es jetzt nicht sehen. Er zeigt es mir gerade nicht an. Orks plus 2. Ja, nee, die lassen wir mir lieber in Ruhe, oder? Ich könnte jetzt auch eigentlich zur Stadt gehen, ne? Also, was haben wir denn? Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt von dem Zeus? Ja, 19 Stück. Das reicht auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Und die Karte hier. Oh, da war ich schon überall. Ich war schon da. Nala City. Da müssen wir hin. Also in diese Richtung. Und dann werden wir mal ein bisschen hier hochgehen und mal ein bisschen rüberfliegen, weil die machen mir Angst, diese Orks da. Kletter, 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 kletter. Ah, so kann ich besser hoch. Okay, ich glaube, das reicht. Warte mal. In diese Richtung war das. Und dann fliegen wir mal ein bisschen rüber hier auf den Weg. Es wird auch schon langsam dunkel. Meistens im Dunkeln sind weniger Gegner da. Ich weiß jetzt nicht von den Bösen. Weiß jetzt nicht, wer in bestimmte Bereiche ist, aber... Oh, hier wäre jetzt auch noch eine Höhle. Ich könnte mal reindüsen. Aber ich fliege, glaube ich, eher zur Stadt. Ich könnte mir jetzt eigentlich mein Tier wechseln. So, was haben wir noch Schönes? Nee, was habe ich jetzt hier genommen? Mole, nein. Wir nehmen mal den Collie. Bin ich ein klein bisschen schneller im Moment wenigstens, glaube ich, noch. Lauf, Collie, lauf! Also wenn man den Weg lang geht, kommt man eigentlich auch zur Stadt, aber ich laufe natürlich querbeet hier drüber. So. Dann ist natürlich kürzer, trifft man zwar mehr Gegner, aber ich glaube jetzt im Dunkeln kommt sowieso kaum was. Und da reiten wir dahin. So schick. Mein Schwert, mein Schwert. So, von hier ist besser. Ich reite noch richtig und das dauert und da kommt auch schon ein Gegner an der Seite, der mich nicht sieht. Der sitzt am Feuer. Ja, am Feuer würde ich auch gerne mal. Hier ist kein Feuer mehr für mich. Sonst würde ich mir mal ein paar Ginsei-Suppen machen. Ach ja, wenn ich Wasser finde. Genau, Wasser muss ich hier noch irgendwo finden. Ah, Wizards. Hallo, Wizards. Was habt ihr denn schönes? I have a new pet. It's a slime. I love it. Ja, wo ist es denn? Zeig's mir doch mal. Erzählen kann man viel. Ich glaub's dir nicht, wenn du mir den nicht zeigst. Ja, mein Collie und ich, wir reiten, wir reiten, wir reiten. Oh, noch mehr Collies. So, ich bin schon in Nala City drinne, also halbwegs. Am Stadtrand sozusagen. Also hier findet ihr auf jeden Fall auch immer Tiere, direkt am Stadtrand. Es gibt auch diese Pet Area hier, aber wenn ihr diese Standardtiere, Terrier, Collie, Cat oder auch Schafe, glaube ich, und... sowas dafür Bonbons habt, dann könnt ihr da eigentlich ganz gut was finden. Weil die sind meistens immer hier. So.
Abenteuer District. Do I know you? Was anderes fragt der nicht. Dämlich. Hallo Schweinchen. Ihr könnt ja auf jeden Fall auch keine Tiere kaputt schlagen. Das geht hier nicht. So, was wollte ich jetzt eigentlich genau? Ich muss zur Crafting Area. Lass mal ranzoomen. So, da hinten muss ich hin. Crafting Area, ich komme. Seht ihr, da hinten sind auch schon die Schafe gewesen. Hier ist ein Schwertshop. Kann auch mal zeigen hier. Hier kriegt man auch Schwerter, vieles adapted. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt daran lag, dass das nicht funktioniert hat. Ich habe es schon einmal probiert. Mit meinem Adapted-Schwert. Oder so, warte, wo musste ich jetzt hin? Crafting, da hinten hin. Und wenn das klappt, dann kann ich euch auch zeigen, wie ihr die Spirits anbringen könnt. Das ist auch ganz cool. So, das sieht doch gut aus. Das ist die Metallschmiede und so. Dann müsste ich natürlich erstmal hier die Iron Cubes fertig machen. So. Aber wie ihr seht, man kriegt manchmal zweimal einen Iron Cube raus, manchmal einmal. Wenn ihr mehr als einen kriegt, dann macht es immer diesen Bling Bling. Ist natürlich cool. Oh, schon wieder. Boah, dreimal. Yeah. Da müsste es eigentlich Bing Bing machen oder so. Ja, dann, das wäre es ja auch gewesen. So, und dann könnt ihr hier hin und dann könnt ihr euch was craften hier. Wo ist das Ding? Ist das Neues aufgetaucht hier? Ach, Plain Iron, der gehört immer. Iron Longsword, 38. Power 38, ja. Ist natürlich besser als das andere, ne? Kann ich das denn schon verwenden? Da müsste ich ja schon Power 38. Ah, ich habe Power 38. Ja, geil. Ist ja genau passend gekommen jetzt dann, ne? Wie viel brauche ich dafür? 16. Oh, okay. 27 habe ich. Ja. Ja, dann machen wir uns das mal, ne? So, perfekt. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo, wo, wo? Wo? Nein. Nein. Da. Da ist es. Wo ist es hin? Achso. Ich habe es nicht gesehen, als ich es gerade genommen habe. Das war auf einmal so ganz dünn. Konnte man es kaum sehen. Ja, sehr schön. Und das machen wir uns jetzt mal schick. Wenn es klappt. Mit diesem Wind Spirit. Ja, so bitte. Ja, es klappt. Ich kann die Wind Spirits benutzen. 32-fach kann ich es upgraden. Und dann nehme ich natürlich nur meine Wind Spirits. So, mit der mittleren Maustaste. Also mit dem Mausrad, ne, sozusagen. Könnt ihr das Schwert komplett drehen. Und dann setzen wir uns mal irgendwie die Spirits mal hier dran oder so. Wir machen es mal schick. Erstmal einmal so drumherum. Finde ich immer ganz cool. Und dann machen wir nochmal eine Reihe drumherum. Damit das dann so absch... Oh, scheiße. Ich hoffe mal, den kann ich gleich wieder umsetzen. Aber ich meine schon. So, hier noch einmal. 1, 3, 4. Wie viel habe ich noch? 12 Stück oder was? Okay. Hey. So. 1, 2, 3, 4. Hä? Ah, da. 5, 1, 2, 3. 4. Einen könnte man sich auch auf die Spitze setzen, ne? Warte mal, ich wollte hier eigentlich irgendwas. Das Warte mal, hier ist irgendwas verkehrt. Ah, jetzt weiß ich, was verkehrt ist. Warte mal. Ne, irgendwas ist hier doch... Hab ich das sonst anders gehabt? So, warte mal. Ah, so kann man die auf jeden Fall noch umsetzen. Ja, irgendwas ist hier doch aber verkehrt jetzt, ne? Ah, ich wollte das gar nicht so. Die wollte ich... Da die Ecken natürlich nicht haben. So.
Ich mache die mal kurz einmal hier dran, damit ich die gleich wegsetze. So. Aber wie ihr seht, ihr könnt hier echt überall dranhauen. Aha. Manchmal muss man ein bisschen drehen, damit das funktioniert. So. So, das will ich nicht so, weil das sieht dann scheiße aus. Die Ecken natürlich nicht, dann sieht das cooler aus. So, hier auch die Ecke weg. Ah, das ist doch, ja, genau so wollte ich das haben. Und die setze ich mir dann jetzt hier dran. So, ja, so wollte ich das haben. Und dann bleiben mir drei noch übrig. Ja, das ist dann auch perfekt. Machen wir eine an die Spitze. Und zwei machen wir seitlich. Aber wie rum hält er die denn? Ich denke mal, so hat er den dann in der Hand, ne? Ihr könnt das auch jederzeit wieder umändern oder andere Spirits dran bauen. Nur, wenn ihr irgendwelche wegmacht, um welche wegzumachen, müsst ihr die aus dem Bild schmeißen und dann sind die auch, glaube ich, komplett weg und ihr könnt die auch nicht wieder einsammeln. Wo setze ich die jetzt hin oder mache ich die hier vorne? Ah, warte mal, ich könnte die eigentlich, aber dann, warte, doch, von der Seite, ne? So. Und von der anderen Seite könnte ich mir den ja so machen, ne? Obwohl, irgendwie sieht das scheiße aus. Oder ich mache mir das einfach noch eins hier und eins hier. Ja, doch, das gefällt mir so. Und eins an der Spitze. Ich habe noch einen übrig, oder was? Ah, ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Okay. Wo setze ich den denn hin? Kann ich mir noch länger machen? Zwei an der Spitze. Okay, dann mache ich eine längere Spitze. Ja, sehr gut. Hey, könnte man sich, man müsste mal ausprobieren, ob man sich komplett so ein noch längeres Schwert machen könnte. So bis nach oben bauen. Ob das dann was bringt, ob man dann wirklich von weiter trifft. Aber das probiere ich mal mit einem anderen Schwert, dann mit Eisen oder so erstmal aus. Ja, ich glaube, das war's. Jetzt habe ich mir den so richtig schön gemacht. Jetzt muss ich einfach beenden, ne, glaube ich. So. Wie komme ich denn hier raus? Escape, nein. C, Crafting, nein. Ach, einfach gehen, ne? Das ging immer. Ja. Und wie ihr seht, sieht mein Schwert jetzt auch so aus mit diesen Wind Spirits dran. Ich meine, die haben jetzt gerade nicht voll die andere Farbe. Die Ice Spirits sieht man besser, weil die haben, sind dann blau oder die Feuer Spirits. Oder Unholy, die sind grün. Das sieht natürlich wieder noch ein bisschen geiler aus. Aber jetzt müsste eigentlich, weil ich auch 32 dran habe, ziemlich schnell die Wirkung anfangen, wenn ich mit jemandem kämpfe. Also dann dürfte die Combo nicht allzu groß sein. Aber ich gucke jetzt hier noch einmal. Warte, ich kann hier ja noch ein bisschen weben, ne? Ich muss hier irgendwas machen. Hier, genau. So. Da kann man dieses Cotton benutzen, was ich eingesammelt habe. Ah, warte mal hier. Cotton Yarn. Crafting, Crafting, Crafting. Oh, zwei gekriegt. Super. Komm noch mal. Ah, und noch mal drei. Komm, und noch mal drei, und noch mal drei. Einmal drei, einmal drei. Komm, nein. Und, ah, schade. Aber ist schon einiges. Da gucken wir mal, was wir uns da herstellen können. Da müsst ihr wieder hier dran gehen. An dieses an dem Webstuhl oder was auch immer das darstellen soll. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel, seht ihr, da brauche ich 20. Oh, scheiße. Habe ich leider nicht so viel. Schade. Muss ich noch sparen. Für 38 Plane Boots. Ja, das mache ich nicht. Das ist ja Schwachsinn. Plus 1. Die Planes könnte ich mir noch machen. Schulter, aber ich habe Shoulder Armor. Die sind zwar ein bisschen besser, aber dann mache ich mir lieber was anderes, was ich noch nicht habe. Das habe ich zum Beispiel noch nicht. Dafür brauche ich auch 8 Stück. Brauche ich dafür. HP plus 11. Das wäre natürlich auch gut. Aber ich sammle unterwegs wieder. Dann mache ich mir das mal fertig hier. So. B, da haben wir sie. Cotton Boots. Habe ich noch nicht. Packen wir rein. So, jetzt bin ich ein bisschen mehr gerüstet hier. So, weiter geht's. Und jetzt gucken wir mal, wo ich. Vielleicht kriege ich ja irgendwie noch im Shop was Gutes. Neues jetzt, weil ich jetzt 38 bin. Warte, wo waren da? Wo bin ich jetzt hier? Warte mal, ich muss da hinten hin. Ich bin wieder falsch. Aber warte mal, Holz, Holz, Holz. Ich könnte mal gucken, mein Holz schon craften. Wo waren die Holzschmiede? Da hinten irgendwo. Da. Holzschmiede, sage ich schon. Sägewerk sozusagen. User.
Ach, warte mal, ich muss ja hier hin erstmal. Da kann ich das ja bearbeiten. So, Wood Cubes. Ah, oh, Alter. Ich bescheuert, war doch richtig. So, jetzt. Blub. Blub. Oh, wieder einen Doppelten gekriegt. Sehr gut. So, ich weiß gar nicht mehr, was kommt. Was kann man damit machen? Das ist... Kriege ich damit irgendwas? Kann ich irgendwas herstellen damit? Sieht schlecht aus, ne? Amuletts kann ich nicht... Ah, ich kann jetzt schon... Mushroom-Spits kann ich auch machen. Oh, kann ich sogar welche machen? Muss ich gleich zum Feuer und dann... Life-Potions. Oh, das sind die besseren Life-Potions. Kann ich auch machen. Muss natürlich Wasser... Wie, habe ich... Wie, hä? Ich habe nicht Wasserflaschen gekauft gehabt? Ach ja, ist ja kein Wasser drin, deswegen zeigt er das ja nicht an. Okay. Ja, gut, dann wollen wir mal weitergehen. Warte mal, ich wollte jetzt eben nochmal zum Shop. Zu welchem Shop? Wo ist der Shop? Wo ist der Shop? Trade District, da... Ich gehe auf jeden Fall in die Richtung, muss ich. Komm schon! Collie. Mein Collie-Freund hier. Trade District wird auch natürlich angezeigt. Oh nein, es ist düster, meine Lampe. Mach die Lampe an. Jetzt kriegen wir alle Angst. Trade District. So, ich wollte zur Rüstung da hinten, ganz am Ende. Natürlich wieder ganz am Ende, was denn sonst? Man macht es mir auch nicht einfach hier. Und ich sehe schon, ich brauche irgendwie ein bisschen Energie oder Schlaf. Hier sind ja auch Betten. Eigentlich kann ich mich mal ins Bett legen, ne, bevor ich da hingehe. So, wir schlafen erstmal eine Runde. Oh, ist das gemütlich. Colli, setz dich. Schlaf auch. Nein, macht er natürlich nicht. So, jetzt wird meine HP aufgefüllt. Wenn die gleich voll ist, höre ich aber auf zu schlafen. Die Zeit läuft auch schneller. Leider ist es immer noch 22 Uhr, 54, 55, 56... Ja, gleich kommt wieder einer hier spannen, wie ich schlafe. Hallo? Das geht aber gar nicht. Was willst du von mir? Are you looking for weapons? You should visit the weapon shop. Ach nee, echt. Du bist ja so ein schlaues Kerlchen. Ich will da raus. So. Im Haus sollte man immer ein bisschen näher ranzoomen. Das hilft... Warte, da. Das hilft auf jeden Fall. Dass man besser sehen kann. So, ah, hier ist er, das ist er. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Armor. Ohne, dass ich mir das craften muss. Hier seht ihr immer das Level, Power Level. Ich habe 38, da kann ich also auf jeden Fall weiter nach unten. Bis 38 mal anfängt. Sollte man erstmal gucken, weil das ist natürlich besser für einen. Okay, 38 gibt's nicht. Gibt's irgendwas für mich? Boots, meine sind besser. Ein Silberamulett. Ich habe auch ein Amulett. Tempo 4,8%. Dafür Critical nur 0,2%. Insgesamt ist es natürlich besser. Aber ich warte noch. Boots für Warrior. Cotton Shoulder Armor. Ist natürlich besser als mein jetziges. Was kosten das? 28. Ja, ich habe noch genug. Könnte ich mir jetzt eigentlich kaufen? Ich weiß nicht. Oder soll ich auf das nächste Level warten? Die Shops, wie gesagt, entweder ihr lauft ganz weit auf der Map zu einer nächsten Stadt oder ihr macht euch einfach eine andere Map. Wie gesagt, ne, ihr createt euch eine andere Map. Wenn ihr da drauf geht, ist im Shop auf jeden Fall was anderes drin. Ne? Deswegen, es lohnt sich schon, neue Karten zu erstellen mit neuen Zahlen. Ich werde auch nicht ganz Zeit auf dieser hier spielen. Weil ich habe auch von einer anderen Map die Lampe. Weil erstens gibt es auch ja verschiedene Bereiche, wo verschiedene Tiere sind, zum Beispiel Wüste und sowas. Manchmal müsst ihr auf einer Karte voll weit laufen und auf einer anderen halt nicht so weit, um irgendwas zu finden. Und wie gesagt, in den Shops gibt es dann immer irgendwas anderes zu finden. Ne? Jeder Shop hat irgendwas anderes. Vor allem auch diese guten Sachen. Die Sterne-Sachen zum Beispiel. Hier sind jetzt irgendwie keine dabei gerade. Aber was ist das für ein Ring? Oh, 43, okay, das ist zu viel. Gibt es nichts Schönes mehr für mich? Ich brauche eigentlich einen Chest, brauche ich. Ich habe keinen. Hier ist natürlich wieder nichts für mein Level. Alles nur für... Ah, das wäre das Einzige, was ich nehmen könnte. Ich glaube, den kaufe ich mir auch erstmal, damit ich wenigstens etwas habe. Ja gut, den mit Rechtsklick kauft ihr natürlich, dann habt ihr es schon drin. Im Moment ist das wirklich noch so, wenn ihr es wieder verkauft,
Ihr seht alles, was ihr verkauft habt, seht ihr dann immer hier dann, in dem Moment. Dann kriegt ihr genau dasselbe Geld wieder für das ihr gekauft habt. Das ist, im Moment ist das noch ganz gut. So, was habe ich noch? Hands könnte ich noch haben hier. Shoulder, 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 Shoulder. Ach, Neck. Was habe ich denn hier? Ach so, das war dieses Ding. Ja, dann lassen wir es mal dabei. Ich gehe jetzt mal ins Bett, weil ich will natürlich am Tag weiter kämpfen hier. Ah, hier ist gar keine Treppe hoch, muss ich in die normalen Häuser rein. Okay, wo ist ein normales Haus? Ein normales Haus, bitte. Hier. Lasst mich rein, übernachten. Ich werde jetzt übernachten und das wird dann natürlich weggeblendet, weil das dauert ein bisschen. Also, ich gehe jetzt schlafen und wenn ich dann gleich wieder aufwache, dann geht es natürlich weiter. So, mittlerweile ist es 5 Uhr und ich glaube, das reicht. Da können wir wieder losziehen und mal mein Wind Spirit Schwert ausprobieren. Wenn sich das während des Kampfes, also nicht das Schwert, sondern irgendwie so leuchtet, verfärbt, so in dem Moment, sieht man am besten im Dunkeln, dann sieht man, dass es wirkt. Jetzt ist nur die Frage, wohin renne ich mal? Gibt es hier irgendwo? Ich kann nach Duralan Valley rennen und gucken, aber die Gegner, das schaffe ich noch nicht. Ich bin noch viel zu schwach mit meinem Level. Oh, wo renne ich mal hin? Aber ich renne trotzdem mal in die Richtung und gucke mal, wie weit wir da hinten noch hinkommen. Wir reiten zusammen. Mich ein bisschen schneller. Ey, nicht wegrennen. Einsammeln. Man kann alles gebrauchen. Ach, ich muss jetzt erstmal Wasser finden. Wenn ich mir endlich mal Potions mache. Oder Feuer. Ah, da hinten ist ein Feuer. Juhu. Da kann ich doch schon mal ein bisschen was herrichten. Absteigen. Und ja, so. Was habe ich denn? Ah, hier. Ah, davon kann ich auch machen. Dafür braucht man Pilze und diese Zwiebeln. Dann kann ich mir diese Mushroom-Spitz machen. Das Doofe an denen ist, und wie auch an den Pineapple und so, wenn man die einnimmt, bleibt man einfach sitzen und kann dabei nicht laufen. Das ist immer das Doofe. Aber egal, besser als nix. Achso, ich konnte doch noch was machen. Hier, Ginseng-Soup. Ginseng-Soup. So, und jetzt, wo ist hier Wasser? Da ist Wasser. Da kann ich doch meine Flaschen füllen. Das ist doch perfekt. Die Vögel zwitschern auch ganz schön. So, mein Hund, die kann sich auch ein bisschen Kondition wiederholen. Crafting. Wo sind meine Gläser? Warte, wie mache ich das nochmal? Moment, Moment. Das. Ich krieg's gleich noch hin. Wo waren die Fläschchen? Ah, ach, muss ich wahrscheinlich hier machen, ne? So. Hä, nee, das muss doch da gewesen sein, wo. Aha, warte mal. Ich krieg's noch raus, ich krieg's noch raus. Ich hab das doch sonst auch immer gemacht. Da, hier. Ha, war einfach nur oben, deswegen. Jetzt müssen wir jede einzelne mit Wasser füllen. Aber reicht einfach Maustaste halten und schon wird's gefüllt. Und danach kann ich, wie viele Blumen habe ich denn überhaupt? Steht hier jetzt gerade nicht. Delit. Delit, 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 delit. Ja, es dauert. So. Der Terrier läuft da hinten schön rum. Ich kann auf jeden Fall, weiß ich bei den Süßigkeiten, aber ich habe vorhin ein bisschen nachgeguckt. Ein Turtle, Peacock, Black Cat, was hatte ich da noch gesehen? Ja, Pinguin, die sind jetzt gerade in der Landschaft nicht, wo ich bin. Und irgendeinen noch für Desert, irgendwie so ein Mitch oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie der hieß. Kann ich auf jeden Fall kriegen. Und ein Lemon Beetle kann ich mir noch mit den Süßigkeiten holen. Wenn ich einen sehe, die weiß ich jetzt gerade so auf Anhieb. So, das haben wir. Und dann brauchen wir hier den Saft. Machen wir uns die Potion fertig. Natürlich mache ich mir diese. Die sind natürlich ein bisschen besser.
Ich muss mal ein bisschen mehr Blüten einsammeln, diese Herzblüten. Aber das ist nicht schlimm, da ich jetzt schon mit Wasser habe, kann ich das jederzeit machen, weil da brauche ich kein Feuer und nichts. Und mit Tab-Taste kann ich natürlich zwischen den einzelnen Sachen wechseln. Ich stell's mal auf die Potion, ist immer am besten. Weil wenn man auf einmal nach dem Kampf sich heilen muss, kann man das immer noch so schnell umstellen. Kletter mal hoch. So. Jetzt ist die Frage, wen lasse ich gleich weiter sich ein bisschen aufbauen? Collie oder nicht? Also wenn ihr sehr schwache Tiere habt, lohnt sich es einfach, wenn ihr die Süßigkeit nochmal findet, indem ihr höheres Level seid und dann die nochmal irgendwie euch zähmt sozusagen, weil oft haben die dann ein höheres Level. Dann bringt es gar nichts, die noch weiter zu pushen. Komm, komm, komm. Ah, oh, sollten wir die mal versuchen? Ach komm, wir versuchen sie mal. Ah, ich glaube, der Windschaden hat gerade eben was gebracht. Ah, ja, komm, 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 komm. Wow. Das zieht auf jeden Fall schon einiges mehr. Ja. Man sieht dieses Leuchten da drumrum. Wenn ich schlage, das war vorher nicht. Das ist durch den Windspirit. Glaube ich. Denke nicht, dass es meine Lampe gewesen ist. Die leuchtet nicht auf einmal stärker. Oh, da haben wir ein schönes Sonnenblumenfeld. Bringt uns nur leider nichts. Lasst mich in Ruhe. Ah, das ist eine schwarze Katze, ne? Ist das eine schwarze Katze da hinten? Lasst die schwarze Katze in Ruhe. Das ist meine. Ich will sie haben. Die Frage ist nochmal, was brauchte ich dafür? Ach komm, verschwindet doch, scheiß Lizards hier. Was brauchte ich für die schwarze Katze? Oh, das muss ich jetzt einmal gucken hier. Ich teste einfach mal alles aus. Das ist es nicht. Candy? Ja, Candy war's. Ja, ist nur, jetzt bist du meine Katze. Welches Level? Level 6. Naja, immerhin. Nicht ganz so schlecht. Komm, Kätzchen. Müssen aus der Stadt raus hier. Ich gehe schon wieder, ich bin schon wieder auf dem Weg. Ah ne, da, okay. Dann reisen wir mal nach da. Auf und davon. Mit meinem Kätzchen. Und hier ist ein schöner Brunnen. Ah, da haben wir doch ein paar Pumpkins hier. Wir wollen uns jetzt mal schön alle einsammeln. Ich hoffe, es merkt keiner, dass ich die hier gerade klaue, aber ich kann die gebrauchen. Daraus kann man schöne Sachen machen, die mich heilen können. Das ist nämlich vorteilhaft. So, ich glaube. Ah, das war's. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Jetzt schauen wir mal. Kann ich das überhaupt schon craften? Ah, Pumpkin Muffin, genau. Campfire. Oh, da kann ich mir 50 Pumpkin Muffins machen. Warte, ich wollte doch. Wo wollte ich jetzt hin? Schon wieder voll verdreht. Da, nach da wollte ich laufen. Oder auf meiner Katze reiten. Das ist eigentlich fies, so eine Katze zu reiten, ne? Also, muss man schon sagen. Bisschen Tierquälerei, aber geht ja nicht anders. Ich laufe noch richtig. Gut. Komm, Kätzchen, zeig mal, wie stark du bist. Ja, perfekt. Ah, komm, mit dir bin ich doch auf jeden Fall schneller. Oh, da kämpft gerade ein Zauberer gegen Wolf. Ah, jetzt habe ich. Oh Mann, einen Schlag gemacht, dann hätte ich wenigstens noch ein bisschen XP gekriegt. Ey, heilst du mich? Ah, das ist ein Undead. So, der säuft selber Energie, dann heilt er sich nicht selber. Komm, komm, komm.
Jo, mein Windspirit schlägt auf jeden Fall gut ein. Gefällt mir. Ich hätte mal ein bisschen mehr oben designen sollen. Würde auch ganz gut aussehen. Wow. Also es hat auf jeden Fall an Power gewonnen. Ich meine, ich habe jetzt sowieso ein stärkeres genommen. Ah, hier haben wir doch schon wieder. Sehr schön. Gut. Ah, da ist noch eine Höhle. Gehen wir erstmal durch. Da leuchtet so schön blau. Mach mal Licht an hier. Mein Windspirit wird aktiviert. Ah, so. Was war das? Was war das? Ah, erstmal kämpfen. Ah, davon habe ich schon. Lemontat habe ich schon. Wow. One Hit. Was habe ich denn aber vorhin eingesammelt? Da, war wahrscheinlich. Ah, hier, warte mal. Oh, Power 1 habe ich jetzt was Besseres. Und das? Ja, nee. Aber kann man natürlich alles nachher verkaufen. Dann kriegt man Kohle für. Das habe ich ja die ganze Zeit immer schon gemacht. Deswegen habe ich ja so viel. Das ist cool. Mit der Attacke kriege ich sofort alles kaputt. Boah, das läuft ja jetzt wunderbar hier. Okay, Lampe können wir ausmachen. Dann gleiten wir nochmal ein bisschen rum hier. Kätzchen, ich hoffe, du schaffst es, hinterher zu kommen. Hier gibt es auch Portale, habe ich gehört, habe ich gelesen. Die kann man finden, indem man auf die Karte so verschiedene Steinkonstellationen findet. Meistens so zusammenhängende. Da hat einer Tipp gegeben, dass man halt immer auf der Karte so nah ranzoomen soll und kann sich ein bisschen umgucken. Und wenn man dann irgendwie sowas sieht, das müssten irgendwie so manchmal so sechs so Steine nebeneinander sein, Steinformationen oder manchmal auch vier, und dann ist da auch noch so ein Teleportstein. Und wenn man mehrere gefunden hat, kann man sich von dem einen immer zum anderen teleportieren, ohne dass man den Weg laufen braucht. Also ich kann euch auf jeden Fall nur einen Tipp geben, wenn ihr nicht immer zu einem Shop laufen wollt, dann macht noch eine Map, wo ihr direkt in einer Stadt seid, zum Beispiel. Oder in der Crafting Area dann oder was. Und dann könnt ihr einfach euch, wenn ihr irgendwo seid und was habt, ausloggen, in der neuen Stadt einloggen, also in der neuen Map, wo ihr dann in der Stadt steht, und da könnt ihr dann euch immer craften und sowas, müsst ihr nicht immer laufen. Oh. Hörst du mal auf, ey. Mein Windspirit wird dich vernichten. Und wieder ein bisschen Kohle gesammelt direkt. Ich weiß gar nicht, wie lang das LP jetzt schon ist, aber ist auf jeden Fall wieder ein bisschen längeres. So. Sind das Ge Ah, Orks. Das Einzige, was ich doof finde, ist, ich meine, man könnte ja mit welchen zusammenlaufen. Macht doch gerade Spaß, wenn man alleine spielt und nicht im Multiplayer. Wenn man zu nah rangeht, dann bleiben die natürlich stehen. Aber man kann denen so hinterherrennen, mitgehen. Und wenn die dann jemanden kaputt machen, so wie das, dann kann man den natürlich die unterstützen. Gerade bei so großen Viechern, siehst du, jetzt bleiben die stehen, aber. Und die heilen einen sogar, wenn ein Heil dabei ist oder so. Das kann Ah, Lemon Beetle, warte mal, die habe ich doch, die kann ich doch. Lemon Beetle. Das Problem ist, ich muss gucken. Er greift mich jetzt an. Oh, was braucht er? Was braucht er? Ah, Lemontat. Zack. Jetzt frisst er das. Und dann habe ich endlich einen Beetle. Oh, bitte, ein bisschen höheres Level. Oh, Level 10. Das ist doch mal geil. Ein Beetle Level 10. Komm her. Yeah. Deine Freunde greifen uns an. Das gibt's doch nicht. Wir machen ihn fertig. Komm, helf mal mit hier. Level 10er. Boah, geil. Der Beetle gefällt mir. Komm, so schön breit, schön bequem, gemütlich. Kann man nichts sagen. Komm, wir. Wo ist mein Beetle? Wo ist mein Beetle? Beetle? Ich sitze drauf. Haha. Witzig. Ja, ein bisschen Cutten brauchen wir auch. Bist du erschöpft? Ja, komm, lade dich mal ein bisschen auf. Oh, eine Krähe. Ich glaube, eine Krähe kann ich nicht im Moment. Die steckt hier mit dem Kopf unter Wasser oder was? Aber die ist friedlich, ne? Egal. Wo bin ich? Da. Hopp. So, das war ein kleiner Schwimmkurs. Lol. Komm hoch! Ah. Ja, dann rennen wir hier lang. Lands of Nala. Ach, ich bin schon da auf dem Weg zu diesem Duralan Valley. Da ist dann so ein Endgegner.
Ich weiß gar nicht, was da für einer ist. Pilze. Sammeln wir Pilze. Wir brauchen ganz viele Pilze. Und Herzdinger. Ah, Pilze. Oh. Also ich habe jetzt eigentlich mal vor, auf dieser Karte von mir mal die ganze Zeit in die Richtung zu laufen und gucken, ob ich auch eine Wüste oder einen Schneeort finde. Weil ich kann ja so ein Wüstentier kriegen und natürlich einen Pinguin hätte ich gerne. Und einen Affen kann ich. Einen Affen findet man im Dschungel. Ich war noch nie in der Dschungelgegend hier. Das Einzige, was ich schon mal gefunden habe, war Wüste. Aber das war nicht hier, sondern auf einer anderen Karte. Oh, Backe. Jetzt könnten wir zum Beispiel mal Zeit, irgendwas zu nehmen hier. Eine schöne Ginseng-Soup. Zungenbrecher hier. Ja, ich glaube, das reicht, ne? Ah, warte mal. Ah, nein, nein, das reicht. Ah, egal, das breche ich nicht ab. So. Gleich bin ich voll gefüllt. Ja, es reicht schon. Jetzt kannst du abbrechen und wieder auf dein Beetlechen gehen. Richtung. Oh, das ist genau gute Richtung. Ich gehe mal Südost. Ein Feuer. Hier könnte ich natürlich wieder was machen, aber ich brauche ja nichts. Lauf weiter, mein Beetlechen. Ein Raccoon. Ne, Raccoons kann ich gerade nicht. Oh, der ist. Der hat Power, man merkt es schon. Der ist auf jeden Fall ganz auf Zack. Vor mir, Loose Iron Shoulder Armor für Warrior. Ja, gut, kann man alles verkaufen. Oder wenn ich mal MP spiele, wenn einer auch so ein Level hohes hat. Aber nee, ich bewahre mir das nicht auf. Das ist Quatsch. Bisschen zu hoch. Ja, wohl, das war Power, was? Das war gar nicht so hohes Power. Eine Kuh. Ein bisschen Milch brauchen wir, ne? Yes. Boah, der geht aber schon gut ab, ne? Ja. Geh mal hier runter. Oh. Iron. Ja, war klar, ne? Wo dunkel ist, sind die Fledermäuse nicht weit entfernt. Ah, das war natürlich wieder was an Emerald. Ne, Quatsch, Emerald sag ich schon. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Ja, sehr schön. Das war natürlich wieder ganz geil. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Ja, ich habe Avas drauf, da kommt so eine schöne Meldung. Ist jetzt eines der geilsten Virenprogramme, die ich bis jetzt drauf hatte. Hat mich bis jetzt immer gewarnt, immer nichts drauf gehabt, auch wenn ich mit was anderem gecheckt hatte. Von daher bin ich damit sehr zufrieden. Gut, weiter geht's. Ein Squirrel. Alter, das ist ein Bums. Helf mir doch mal, mein Lemon Beetle hier. Da hinten sind diese Bark Beetle. Kann ich leider noch nicht. Habe ich keine Süßigkeit für. Aber wir gehen mal. Bin ich jetzt überhaupt immer noch richtig? Ja, ich gehe richtig. Sollten wir die killen? Ich schaffe es doch, ne? Oder? Wow. Was die immer so. Nein! Boah, waren die doch so stark. So, wo bin ich? So, in die Richtung. Boah, bin ich so weit zurückgeschlagen worden. War dieser Spawn-Punkt hier hinten natürlich ziemlich weit weg. Naja, egal. Haben wir ein paar Pflanzen. Komm, Beetle. Zusammen sind wir schneller. Komm. Humans. Nee, wir lassen es mal. Ich glaube, die lassen wir erstmal in Ruhe. Da können wir noch ein bisschen Holz sammeln. Oh, ein Feuer und Schlaf kriegen wir da auch. Okay. Wir könnten uns jetzt hinlegen, aber ich brauche es ja nicht. Was haben wir noch was? Oh, hier. Machen wir uns ein paar Muffins fertig. Kürbismuffins. Lecker, 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 lecker. Delit. 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 Ist natürlich langweilig, deswegen reicht es jetzt erstmal. Können wir uns ja später noch ein paar mehr machen. Machen wir uns aber die Mushroom Spits noch fertig, Spieße. Dann passt das schon. Wer rennt hier rum? Die Humans sind noch da. Warum sind die eigentlich feindlich?
doch kacke. So, renn ich. Ah, Südost immer noch. Mein Kompass zeigt es mir an. Brauche ich eigentlich gar nicht auf die Map. In die Richtung will ich auf jeden Fall laufen. Hä? Lol, warum stehen die alle auf den Bäumen, die Dinger, ey? Oh, da wird gekämpft, da wird gekämpft. Kann ich mithelfen? Kommt schon, lasst mich helfen. Ah, oh, sind schon wieder Feinde, ey. Dwarfs. Nein, nein. Entschuldigung, ich muss dich da lassen, Tierchen. Ich fliege jetzt erstmal. Oh. Die haben ja alle Fernwaffen hier, ey. Ey, das hört sich so an, als ob die mir hinterherlaufen, oder? Oh. Die laufen echt noch hinterher. Scheiße, komm. Ab nach oben, ab nach oben. Das sieht immer so geil aus, als ob die hier so schnell laufen, aber das ist, weil die... Ja, noch eine Witch. Also jetzt schon fatal hier. Weiter, weiter, mein Beetle kommt gleich schon. Das, dieser Fels sieht irgendwie aus wie so ein Tier, ne? Also... sieht auf jeden Fall ganz chillig aus. Schöne Landschaft hier. Schaffe ich es bis zum anderen Felsen hier bestimmt. Wenn ich bestimmte Reichweite habe, dann bin ich außer Gefahr. Lassen wir uns mal landen hier. Super. Beetle, komm her. Wenn euer Beetle mal nicht herkommt, dann einfach klick, klick und schon ist es wieder da. Oh, warte mal, ich könnte hier eigentlich fliegen, ne? Ist da unten noch was Interessantes? So, wo bin ich jetzt auf der Map? Ah, da hinten ist... Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Ich bin ja wohl bescheuert. Okay, Beetle, wir gehen weiter. Südost, 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 da. Ab durch die Wildnis. Hier ist ja gerade nichts los, ne? Kein Gegner. Aber ein schöner See hier. Da könnte man natürlich mit dem Boot schön rüberdüsen. Antar Lake bin ich. Und da sind... Oh, Spitter, Spitter. Die sind, glaube ich, stark. Ich glaube, gegen die habe ich keine Chance. Oh nein, jetzt habe ich auch noch natürlich meine Attacke verbraucht hier. Nehmen wir nochmal eine Ginseng-Suppe und dann versuchen wir mal einen Spitter zu erledigen. Gluck, 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 gluck. Muss ich mir halt einen Heiltrank nehmen hier. So, schon mal einstellen hier. Ah, ich habe nur 11, ne? Oh, oh, die schießen, die schießen, die schießen, die schießen. Komm. Komm. Nö, dann musst du schon hier hinkommen. Sonst kriegst du mich nicht. So. Oh. Okay, die sind nicht stark gewesen. Hinterher, der Spitter. Die müssen sich erstmal mal aufladen, habe ich das Gefühl. Wir brauchen XP, wir wollen wieder Level Up werden hier. Oh nein, die Krabben waren stark. Oh, nee, doch nicht. Wow, mein Schwert scheint mit dem Wind Spirit aber ziemlich stark zu sein. Weil die macht ja auch mehr Schaden. Ist auf jeden Fall gut. Na, kommt. Bitter, 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 bitter. Kommt doch mal hoch, ihr Krabben. Ja, ja, anvisiert, aber krieg. Oh, scheiße, die schießen aber weit. Ah, das ist die Krabbe. Mr. Krabs ist da. Von wegen. Tot bist du, Krabbe. Ah ja, ich kann mal gut XP sammeln. Nee, hier sind ganz viele Krabben. Oho, das ist was Gutes. Oder auch nicht. Schnell einsammeln, erstmal weg hier. Komm, da ist noch eine Krabbe. Die machen wir erstmal platt hier. Oh, dieser blöde Spitter hier, ne? Komm, wir reiten in die Ferne. Da müssen wir lang. Ich wollte ja noch Südost. Lauter Spitter noch. Gibt es ja noch was Interessantes hier? Krabben. Ich kann keine Krabben nehmen. So. Komm, die bekämpfen wir hier noch. Und das ist, glaube ich, meine letzte Tat. Und dann ist das LP zu Ende.
Und dann rennen wir nächstes Mal weiter in die Richtung und gucken, ob wir die Wüste finden. Mit meinem schönen Lemon Beetle. Alles für Ranger. War natürlich wieder klar. Oh, da sind noch Splitterkrabben. Ja, komm, die müssen wir jetzt noch vernichten erstmal hier. Oh, jetzt wird's hart hier. Jetzt wird's hart hier. Oh, da war ein cooler. Schnell einsammeln. Das sind Steine, wovon ihr in der Stadt könnt ihr die untersuchen lassen. Und das ist dann meistens irgendeine Waffe oder sowas. Oh, das ist ja noch einer. Oh, ich sollte mich mal heilen hier. Mein Beetle erledigt das schon da hinten. Haha, komm Beetle. Hau die Krabbe weg. Das schaffst du. Die hat keine Chance gegen dich. Und bam. Sehr schön. Oh, mein Beetle ist auf 222. Ein Gegner noch, dann steigt sie Level ab. Okay, wir lassen sie mal Level up und dann beenden wir das LP. Ich denke mal, das ist dann erstmal lang genug. Warte mal, Südost. Komm, Beetle, irgendwas finden wir noch. Bei mir dauert es noch ein bisschen mit Level up, aber auch nicht mehr allzu lang. Ah, da haben wir doch diese komischen Zwiebeln. Aber wir lassen auch diese Herzdinger einsammeln, weil, damit ich mir noch ein bisschen Potion machen kann. Komm, die schaffst du alleine. Komm, das ist dein Kampf. Hau rein, wir beobachten euch. Komm, mach ihn fertig zum Level up. Komm schon. Reddishling gegen Lemon Beetle. Und wer gewinnt? Natürlich mein Beetle. Mein Beetle. Hä? Ach, ich Idiot. Ich habe auf HP geguckt. Super. Mein Beetle braucht ja noch ein bisschen mehr bis Level up. Ja, war ein Fail von mir. Egal. Muss auch mal sein. Ich gucke natürlich wieder auf Rot. Und wundert mich auch, warum das so schnell hochgeht. Aber hätte ja auch ein Fehler sein können. Nein, aber war natürlich ein Vergucker von mir. Wollte ich nicht eigentlich das LP beenden? Na, es macht aber so einen Spaß, hier rumzulaufen. Ich will natürlich auch, auch andere Tiere haben. Ein Lemon Beetle habe ich natürlich schon dazu gekriegt. Ich kann noch ein paar andere... Ah, was ist das da? Ein Peacock würde ich gerne noch finden. Aber... Was ist das hier? Ah, das ist ein Elf. Ich gehe jetzt schon wieder Osten anstatt Südosten. Ich wollte eigentlich nach Osten. Irgendwann kommt man an Grenzbereiche. Das heißt, dann, zum Beispiel, wenn man in die Wüste kommt, dann sieht man so einen Grenzbereich, alte Linie. Und dann weiß man auf jeden Fall, dass man in einem anderen Bereich ist. Oh, hier ist auf jeden Fall der... Oh, jetzt sehe ich den kompletten Lake hier. Da ist auch... Da kann man sich so schön... Da müsste man mal drauf. Vielleicht nächstes Mal. So, ich gehe jetzt noch auf den Felsen, damit man sieht, was da... Oh. Da sind Wölfe, ne? Die mich am Anfang immer so fertig gemacht haben. Ist nicht mehr. So, du Wolf. Ich habe irgendwie so einen Hass gegen euch, warum auch immer. Ah, wie ich die jetzt platt machen kann, ey. Das ist ja so geil. Oho. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Der könnte stark sein. Frogman. Aber hier kriege ich wieder Geld bestimmt. Münzen. Ja. Und irgendwas habe ich noch gekriegt. Habe ich nicht gesehen. Was war da noch? Ich habe lauter Power 17. Das ist nicht adapted, aber... Okay, ne, da fand ich ja auch meins, was ich jetzt gerade anhabe, besser. Als das eine eben... Ah, ich habe wahrscheinlich ein Schwert gekriegt von dem eben, ne? Okay, ich kann mich mal aufladen hier. Ey, ich will schlafen, Mensch. Ich packe mal mein Tier eben weg. Das ist scheiße. Pet-Menü wegpacken. Leg mich schlafen, wenn es klappt. So, und hiermit beende ich auch. Und nächstes Mal wachen wir hier, glaube ich, wieder auf. Oder auch nicht. Oder irgendwo anders. Und ich wollte ja eigentlich hier weitergehen. Wird wahrscheinlich auch so sein. Ja, dann bis zum nächsten LP von Cube World.